Und mein Verleger hat gesagt, ich soll meine Sachen nicht immer so runterrattern, sondern immer noch so eine kleine Geschichte dazu erzählen. Deswegen, deswegen kommt jetzt die Geschichte zu dem Text. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man das, wenn man selber schreibt. Dann ist es manchmal so, dass man das zwingende Bedürfnis hat, jetzt muss ich diesen Gedanken schreiben und wenn nicht, dann zerfalle ich in tausend Teile oder sowas in der Richtung. Und dieses Gefühl hatte ich auch. Und zwar vor ein paar Wochen in der S-Bahn und natürlich hatte ich kein Blatt Papier dabei. Also habe ich das Ganze auf so eine Karteikarte geschrieben. Also ich lerne gerade Italienisch nebenher, das war so eine italienische Karteikarte, schön beschriftet und so weiter und so fort. Und habe dann diesen Text auf eine Karteikarte quasi geschrieben. So, das ist die Vorgeschichte. Nummer 18. Vielleicht sind unsere Gefühle nur der zum Scheitern verurteilte Versuch, gegen die Langeweile der Welt anzukämpfen. Die Elektrizität zwischen unseren Körpern ist verschwunden, erkaltet, abgestorben. Uns ist die Sicherung durchgebrannt. Und mit der Sicherung alle Sicherheiten. Die Pole unserer Magneten haben sich umgedreht. Wir stoßen einander ab. Jede Berührung ist uns zuwider. Jeder Augenblick wird ausgestanden, bis man sich unbeholfen verabschiedet und wieder aufatmen kann. Das muss Liebe sein. An der Windschutzscheibe perlen Regentropfen in langen Fäden in die Horizontale, als würde das Glas weinen. Es ist alles gesagt von allen. Ladies and Gentlemen, wir haben den absoluten Nullpunkt erreicht. Bei minus 273,15 Grad Celsius Kälte zwischen uns kann sich nichts mehr bewegen. Was heißt das für mich? Es gibt keine Worte mehr, die man darüber schreiben könnte. Und ich habe noch was Zweites mitgebracht. Und zwar habe ich versucht, was Lustiges zu schreiben. Wer mich kennt, ich schreibe eigentlich nie irgendwas Lustiges. So, ich bin eigentlich Grafikdesignerin und quasi in den letzten Zügen meiner Ausbildung mit Prüfungsstress und so weiter und so fort, als ich dann so ein bisschen am Durchdrehen war, habe ich dann versucht, dem Ganzen so mit Witz entgegenzukommen. Quasi. Es ist eine ehrliche Bewerbung. Sehr geehrter Herr Mustermann, hiermit möchte ich mich bei Ihnen um eine Stelle als Grafikdesignerin bewerben. Schon mit 11 Jahren habe ich Anime-Figuren in meine Schulhefte gekritzelt. Und weil ich permanentes Mobbing-Opfer war, hatte ich viel Zeit, mich diesem Hobby zu widmen. Irgendwann kam die Phase, in der ich Penisse als mein kreatives Stilmittel entdeckte und überall Phallus-Symbole hereininterpretieren konnte, was deutlich für meine Kreativität spricht. Also eigentlich wäre ich lieber freie Künstlerin oder Illustratorin, aber seien wir ehrlich, damit lässt sich leider kein Vermögen machen. Ich beherrsche Adobe InDesign ganz gut, Photoshop geht auch, meine Fähigkeiten bezüglich Illustrator bringen mich und Sie sicher auch zum Weinen, also lassen Sie das besser jemand anderes machen. Ich integriere mich schnell in ein Team, sofern die anderen Mitarbeiter nicht arbeitswütig, militante Nichtraucher oder langweilig sind und kein Problem damit haben, sich von mir herumscheuchen zu lassen. Selbstständiges Arbeiten fällt mir schwer, da ich gerne Bestätigung und Rückmeldung bekomme, bevor mir mein Vorgesetzter am Abgabetag sagt, dass ich bitte alles nochmal neu machen soll. Ich bin belastbar, sofern genügend Kokain vorhanden. Ich glaube, dass ich gut in Ihren Betrieb passe, da ich hoffe, einen ausreichenden Nettolohn zu erhalten, mit dem ich nicht nur Wohnung und Nahrung, sondern auch Exzesspartys am Wochenende finanzieren kann, mit welchen ich den Alltagsstress einer Designerin vergesse und nicht irgendwann Amok laufen muss. Besondere Begabungen. Ich weiß, wie man Broschüren doppelseitig druckt, beherrsche die meisten Tastenkombinationen für Mac, habe schon mal Adobe Flash geöffnet und dann ganz schnell wieder zugemacht. Und kann in Cinema 4D eine Tasse kreieren. Ich habe einen PKW-Führerschein auf meine Qualität, als Fahrerin sollten Sie aber nicht bauen, da ich regelmäßig Gras konsumiere. Mein Ego ist zudem groß genug, um der starken Belastung in diesem Beruf standzuhalten. Über ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen, wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm.